weiter. Mit diesem tollen Spiel. Ja, aber ich spiele jetzt hier weiter, Johanna. Aber das ist kein Minecraft. Moment, vielleicht ist es auch der falsche Spielstand wieder. Das Gebäude hier abzureißen. Hier, yeah, das brennt jetzt. Ist das Gebäude das Ende? Dann mache ich das hier weg. Kann ich hier vielleicht irgendwann mal ein großes Gebäude irgendwie hinbauen. Und dann besser angreifen. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Nee. Doch. Dann mache ich das hier weg. Dann baue ich jetzt hier ein ganz großes. Ja, wir schauen mal, ob das was hilft. Nee, du darfst jetzt keinen Computer mehr schauen, weil du schon Minecraft gespielt hast und das reicht völlig aus. So, ich könnte hier mit 9 Leuten angreifen. Vielleicht schaffen die das ja, das Gebäude zu übernehmen. Ja. Das heißt, ich kann hier eine Festung hinbauen und die Baracken weiter zur Seite drängen. Wenn der hier wahrscheinlich fröhlich dann den Roten zerlegt. Da rennen Soldaten rum. Der hat hier nur ein bisschen Gold gekriegt. Gut, lecker. So, jetzt versuche ich das nächste Gebäude gleich zu stellen. Ich habe Tangerine mit drin. Gut. Für dich habe ich Tangerine. Also unser Turm ist besetzt, aber es fehlen noch Soldaten. Jetzt trotzdem vorsichtshalber mal ein Safe Game. So. Weiß nicht, ob 6 Soldaten reichen, um das Ding hier zu übernehmen. Nein, es reichen nicht 6 Soldaten. Doch, die haben gereicht. Sehr gut. Das heißt, wir können hier gleich eine weitere Festung bauen. Einfach nur, weil die Reichweite der Festung viel größer ist als von den Wachstuben und ähnlichen Gebäuden. Um da anzugreifen. So, hier wird alles gefällt. Hier brauche ich ja kein Gold irgendwann mal, wenn ich Gold besitzen werde. Was recht unwahrscheinlich ist. Hier könnte ich noch einen großen Turm errichten. Werkzeug wird langsam weiterhergestellt und Soldaten auch. So, hier gibt es eine volle Festung. Hier fast eine volle. Halbgrenze ist bei uns traditionell schlecht besetzt und ich sehe, ich könnte hier noch einen Turm bauen. Das heißt, ich könnte hier diese Wachstuben oder Baracken oder was das für Dinger sind, komplett durch Türme ersetzen und dadurch auf jeden Fall hier weiterkommen. Das war zwar jetzt ein riesen militärischer Verlust an sich, was ich da jetzt gemacht habe. Aber für mich hat das tatsächlich gebracht, dass ich jetzt näher den Roten gekommen bin. Um dann die Chance vielleicht bald habe, hier anzugreifen. Und dann
in dieses seltsame Gebiet da dran zu kommen. Und ich sehe, der greift mich wieder an. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Muss mal schauen, welches Gebäude da angegriffen wird. Dieses Gebäude. Okay, dann kommt das weg. Ganz einfach. Nein, er greift das nächste Gebäude an. Das Gebäude hätte ihn unterstützt. Ich verstehe nicht, wie der so eine große Angriffsreichweite überhaupt erreichen kann. Ich kann es nicht. Also diese Schmelzdinger werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen. Was denn hier passiert? Ach so, hier ist meine Idee gewesen, dass die Türme nicht verbunden sind. Das war eine dumme Idee. Cool, ein Schatz. Du hast einen Schatz in der Hand. Ich habe hier nur ein Computerspiel. Das ist bei weitem nicht so spannend wie dein Schatz. Ein Schatz, der leuchtet. So, ich hoffe, dass der es nicht schafft, hier diese Festung anzugreifen, sondern sich eher mit den Orangenen weiter rum ärgert. Schön. Hier gibt es noch bestimmt Rohstoffe. In den Bergen. Da, wo es dunkel ist, das ist der Nebel des Krieges, da sieht man nicht, was da ist. So, was haben wir denn hier gefunden? Noch mehr Kohle. So, der Krieg zwischen den Orangenen und den Roten scheint ja ein wenig in Stocken geraten zu sein. Aber der Orangene scheint immer noch bessere Soldaten wie der Gelbe Rote zu haben. Und der Rote beginnt seine Gebäude mit schlechten Truppen zu besetzen. Und ich habe meine Festung besetzt, das heißt, ich kann jetzt hier wenigstens ein Turm oder sowas hinbauen. Ne, besser eine Festung. Um zu gucken, dass ich der Baracke einfach möglichst viel Platz wegnehme. Denn ich muss ja irgendwie da an dieser Küste hier vorankommen. Ansonsten habe ich schon wieder verloren. Und eine Mine ist verbraucht, die hier. Na, wir haben hier ein Ding besetzt. Dann kann das Ding hier weg. Ich glaube, das kann auch weg. Ja. Besetzen wir nur noch dicke Gebäude. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also hier tut das Katapult auf jeden Fall gute Dienste leisten und meinen Verbündeten beschießen, denn ich bin auch dankbar, wenn es meinen Verbündeten nicht so gut geht. Und ich sehe, der versucht mich schon wieder hier zu ärgern, indem er mit seinen Supersoldaten da direkt... Ah ne, der greift den an. Perfekt. Besser geht's nicht. Das freut mich schon sehr. Sollte ruhig machen. Der soll ihn auch ein bisschen zurückhalten mit dem Katapult. So, der produziert jetzt ein bisschen Gold.
Das ist mir egal, der hat eh nur Generäle überall. So, und der Rote hat das Gebäude erobert. Das freut mich sehr. Das bedeutet, ich kann es im Zweifelsfall auch erobern. Ich weiß gar nicht, hier müsste doch auch überall... Ach, alles nicht besetzt. Und der produziert nicht, weil der hat nicht genug Eisen, weil... Weil Baum oder was? Ich glaube, ich muss eine dieser Waffenschmieden wieder herunterfahren, denn meine Eisenproduktion reicht jetzt nicht aus und ich brauche das Werkzeug. Auch mehr Spitzhacken wie die Bergwerke. Das war mir jetzt lieber, als das Gebäude zu verlieren, ganz ehrlich. Das Eisen kriege ich trotzdem irgendwie abgebaut. Weil das Gebäude war ja nicht mal besetzt. Hier andere Wegeverbindungen. Müsste ich mal irgendwie einen Turm oder irgendwas Größeres hinbauen. So, ich setze mal ein Safe Game. Weil der wird jetzt hier angreifen, nehme ich mal an. Dann greife ich da auch an. Ja, es hat funktioniert. One-Hit dank schrottiger Soldaten. Ich bin begeistert. Ach, unsere Werkzeugproduktion sieht nicht gut aus. Tollerweise kann ich jetzt hier kein Militärgebäude mehr errichten. Dann muss ich das Feld so irgendwie abbauen. Und hier gucken, dass ich hier einen Angriff durchführe, so schnell wie es geht. Denn er greift da auch an und das finde ich nicht gut. Und ich sehe, dass der Rote inzwischen geschwächt genug ist, dass wir da auch was vom Kuchen abkriegen könnten. Oh nein, ein Katapult. Nix wie weg da. Ich dachte, es ist näher dahin, aber ich glaube, der Orangene muss noch ein wenig Vorarbeit leisten. So, was macht unsere Weizenproduktion? Nichts. Sind da Überschüsse? Auch nicht.
Ja, das sind unsere Truppen, die hier rumirren, oder was? Okay, die Festungen sind weiterhin schlecht besetzt. Das lässt mich hoffen. Jetzt müsste ich die eine Festung auf jeden Fall kriegen. Dann würde ich vorankommen, aber das wird, glaube ich, nichts. Okay, ist hier noch ein bisschen Eisen. Warte mal, der hat jetzt... Ah, nee. Hey, warte mal, die Baracke war doch meine. Ja. Der Rote hat es irgendwie geschafft, mich da anzugreifen. Ich kann es nicht verstehen. Der Sack. Das kriegt er wieder. Okay, da ist der heilige Ort. So. Da müssen wir hinkommen. Dazu wäre es sinnvoll, funktionierende Waffenproduktion zu haben. Die besitze ich aber langsam gar nicht mehr. Deswegen muss ich hier diesen Turm abreißen. Das schafft neue Truppen, die ich wiederum verwenden kann. Zum Angriff, yay. Jetzt müsste ich das Ding, was komplett außerhalb meiner Reichweite ist, irgendwie kriegen. Diese Festung jetzt hier weg, die bringt mir ja gar nichts. So, das Ding ist hier auch fast fertig. Da sind natürlich keine Waffen hin. Eisenproduktion sieht immer schlechter hier aus. Sehr gut, wir haben ein Ding besetzt. Vielleicht reicht es dann aus, demnächst da weiter irgendwie durchzukommen. Nein, wir werden erstmal angegriffen. Turm hat 3 Leute. Das reicht aber nicht aus, um diese Festung zu kriegen. Oh, und wir haben das Ding schon wieder verloren. Naja, ich versuch's mal so. Nein, jetzt kommt da wieder Truppen rein, oder was? Yay! Neuer Gebäudetyp Werft. Unsere Retter haben die Wahrheit gesprochen, die Götter beschenken uns mit der Gabe des Schiffbauers. Wollen wir nun sehen, was es in den anderen beiden Orten auf sich hat. Also, wir haben dieses Ding jetzt hier bekommen. Großartig. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, wieder Waffen zu produzieren. Werkzeug habe ich jetzt ja genug. Dann kann ich jetzt diese doofe Werft endlich hinstellen. Da.
Und dann ein Schiffchen bauen und dann hier hoffentlich von dieser, ja, gammeligen Insel wegsegeln. Neue Gebäudetyp Werft. Baue ein Schiff und starte eine Expedition. Suche nach den beiden anderen magischen Orten. Einer liegt im Norden, der andere im Osten. Von hier aus gesehen. Norden und im Osten. Da und da. So, die Produktion unserer Eisenschmelzen ist jetzt gestiegen. Das heißt, wir können weiter Waffen produzieren. Uns von diesem schönen Gebiet bald zurückziehen. Der soll sich hier an sein Gold ergötzen. Und hier ist ein wunderschöner Weihnachtsstern. Sehr schön. Hast du gestern angeschnitten gehabt? Hast du gestern auch so angeschnitten? So sieht natürlich viel cooler aus. Ich hab's geschafft. Ich hab diesen Punkt bekommen, den zu erobern. Ist der erste Punkt, dass man vielleicht irgendwann mal hier durchkommt in dieser tollen Mission. Okay, wir bauen unsere Werft und beschleunigen tue ich über DOSBox und nicht über die Cheats. So, was macht eigentlich unsere Werkzeugproduktion? Sie stagniert, aber läuft noch. Das heißt, nach diesem durchaus sehr erschöpflichen Krieg, wir sind inzwischen mächtiger wie der Rote. Wow. Wir haben Gebäude besetzt. Ja. Hier hinten, um ein wenig von diesem tollen Berg zu kriegen, der niemals unser sein wird. Diese Baracke kann ich mir auch sparen. Nein, kann ich nicht. Oh gosh. Was habe ich getan? Egal, Kohle haben wir erstmal genug. So, und wir haben die doofe Werft und sie ist besetzt. Wir haben nur kein Holz dafür. Denn das ganze Holz war hier und das ist 0. Und hier gibt es 300 Holz. Okay, dann sollen sie mal ein Schiff bauen. Währenddessen schaue ich mir weiter an, was hier passiert. Der Rote wird nämlich jetzt komplett ausgelöscht. Und es brennt wieder. Der baut Katapulte, aber der hat nicht genug Zeugs, um hier vernünftig den unter Beschuss zu setzen. Aber er nähert sich schon wieder dem Gebirge, was mit Bäumen bewachsen ist. Kein Fisch mehr. Was macht unser Schiff? Es wird gebaut. Werkzeuge werden weiter produziert. Ich glaube, das Hauptproblem sind bei uns wirklich Spitzhacken und Farmteile. Und die Nachbesetzung unserer Militärgebäude. Eindeutig. Ja, ich schaue nochmal rein.
Und es passiert wieder ein neuer Angriff hier. Leider erfolglos für meinen lieben roten Gegner. Der jetzt keine weiteren Gebäude mehr in der Lage ist zu besetzen. Und wir nach 4 Stunden unser erstes Schiff fertig kriegen. Und das Schiff fährt zum Hafen. So, dann fahre ich mal nach dahin. Mach direkt eine neue Expedition. Der scheint auch scheinbar nicht mehr nachbesetzen zu können. Was haben wir denn an Truppen? Wow, 80 Pappnasen. 2 Zuschauer, herzlich willkommen. Siedler 2, Fen Payne oder Fen Payne. Eine nicht besonders schön gemachte, aber durchaus knifflige Karte, wo man so Hügel mit Schnee erobern muss, um Gebäude freizuschalten. Nur leider sind drumherum im Regelfall mächtige Gegner, wie man das hier so sehen kann. Und ich versuche schon seit Wochen hier irgendwie durchzukommen. Und diesmal habe ich sogar geschafft, hier an den ersten Ort zu kommen. Und nun muss ich mit Hilfe von Schiffen weitere Orte dieser Art finden. Es ist davon auszugehen, dass es noch ein paar andere Gegner gibt. 4 kenne ich, also den da und den da und mich selbst. Im Osten und im Norden soll sich ein weiterer Ort befinden, bei welchem man so einen Punkt finden kann. Und ich bin nicht selber auf den Lösungsweg gekommen. Ich habe den nachgelesen. Leider habe ich kein Video gefunden, bei welchen jemand schon mal diese Mission gelöst hat. So, ein Schiff ist gelandet. Ich will aber weiter Richtung Osten. Und währenddessen wird hier ein neues Schiff gebaut, was irgendwie die Straße sperrt. Mein Land ist hier auch nicht besonders spannend. Es passiert einfach nicht so viel. Aber vielleicht finde ich den Ort im Osten. Und ich kann auch kein Gold produzieren zurzeit. Also mir fehlt halt ein Katapult und eine Münzprägerei. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Werft. Das hilft uns schon viel. Denn jetzt kann ich einen Großteil dieser riesigen Karte erkunden. Die Mission muss zwar nicht bestanden werden, um hier weiter durchzukommen. Ich mache es auch einfach aus Prinzip trotzdem, weil ich gerne meine Zeit mit sowas verschwende. So, und mein Verbündeter schlachtet mir die Berge aus, die ich eigentlich haben wollte. Denn der Rote schafft es nicht mehr, den zurückzudrängen, da der ja keine Einheiten mehr hat und nichts außer Nahrung. Ob dieser Ort hier im Osten genug ist, weiß ich nicht, aber ich säge weiter ostwärts. So weit, wie es nur geht. Dauert 2 Jahrzehnte, wenn man auf der anderen Seite der Karte, bei so einer riesigen Karte, jeweils seine Hafen versorgen will, aber das kriege ich irgendwie hin.
So, ich kann mal schauen, was dieses Gebirge uns hier noch zu bieten hat. Auch wenn es nicht als besonders üppiges Gebirge hier zu sehen ist. Und mein anderer Verbündeter hier das ganze Ding schon komplett ausgeschlachtet hat. Ich habe hier noch ein Gebäude. Ich glaube es ja nicht. Das hat all die Jahre überstanden. So, also das scheint wirklich... Ja, der Ort ist da. Also weiter ostwärts kommen wir, glaube ich, nicht, weil da dürfte schon der Kartenrand sein. Ja. Gold gefunden. Wow, es gibt Gold auf dieser Insel. Und wir sind direkt an einer gegnerischen Grenze gelandet. In der Nähe eines nächsten Ortes. Wo ich dann direkt am besten eine Festung bauen werde. Das war der östliche Ort. Und das Schiff fährt über die Levelgrenze. Es gibt noch Kohle hier. Oh, jetzt habe ich hier eine Festung besetzt, aber eigentlich muss ich hier nichts mehr besetzen, denn das Gebiet ist relativ nutzlos, es sei denn, ich möchte an das Eisen dran. Aber da komme ich ja nicht dran, weil da ist ja mein Verbündeter. Den anzugreifen wäre natürlich ein totaler Selbstmord bei der Militärmacht von 870, das kann ich total vergessen. Ich könnte ihn natürlich ärgern und hier noch eine Festung bauen. Das hätte zur Folge, dass ich sein Land hier ein bisschen spalte. Gucken wir mal, wie das hier so wird. Also das Schiff ist zurückgekehrt. Es ist wieder bereit, loszufahren. Hallo Jakob, na du? Siehst ja interessant aus, mein Kind. So, wir sollen jetzt nach Norden. Gut, hier gibt's Kohle. Jakob. Was möchtest du? So sieht die Karte lustig aus. Wenn ich einen Katapult hätte, könnte ich meinen Verbündeten ausschalten. Und mir ein wenig Berg erschummeln. So, ein neuer Ort ist gefunden. Aber man kann noch weiter nordwestlich, oder nee, nordöstlich sich bewegen. Hier ist der Hafen fertig. Und hier müsste das Schiff fertig sein. Damit der Hafen auch versorgt werden kann mit Zeug. Es geht noch weiter nordöstlich. Werkzeugproduktion arbeitet weiter. Ich glaube, in diesem Zusammenhang wäre es auch wichtig, dass wir ein bisschen angeln können. Denn die Fischplätze sind in dieser Welt echt gut besetzt. Das Festungsding füllt sich. Und wir haben, glaube ich, den nördlichsten Ort erreicht, der geht.
Und auch hier ist direkt ein Gegner in der Ecke. Was mir so gar nicht gefällt. Und das nächste Schiff liegt expeditionsbereit. Das eine kommt jetzt hier so rum zurück, okay? Ich mache erstmal keine Expedition, sondern warte auf das nächste fertige Schiff. Weil bei der Menge an Häfen und der langen Strecke dauert es ja ewig, bis irgendwo irgendwelche Waren gebracht werden. Was natürlich sehr schade ist. Ich weiß nicht, was hier die Besetzung macht. Okay, die ist voll. Gut. Ich glaube, hier sieht es nach Berg aus. Da sieht es noch mehr nach Berg aus. Nächste Priorität muss sein, glaube ich, hier Berge zu bebauen. Autsch, was denn hier passiert? Ich glaube, hier gab es mal ein Gebäude und es wurde zerstört. So. Nein, ein Loch der Anarchie. Unser schönes Land. Hallo Jakob, Kind. Sieht süß aus. Willst du mir einen Stecker ziehen, mein Kind? Auch eine Idee. So, lassen wir mal weiterlaufen, dieses schöne Spiel, was jetzt Stunden dauert. So, ich besiedle mal die Berginsel. Die sieht nämlich sehr vielversprechend aus bezüglich Rohstoffe oder ähnlicher Sachen. Denn Rohstoffe sind mir extrem wichtig. So, und ich wette, dass ich mit den Gelben nicht verbündet bin, aber dafür mit den Schwarzen. Okay, und der Schwarze, der ist irgendwo. Das ist aber nicht der da, weil das ist der Lila, ne? Und mit dem bin ich nicht verbündet. Und die Gelbe ist mit niemandem verbündet, super. Okay, ich habe es geschafft, hier erfolgreich Land zu zerstören, um an Eisen ranzukommen. Also eine Münzprägerei wäre mal vielleicht ein Deal, was hier ganz sinnvoll wäre.
Toll, Granit. Hier wurde jetzt irgendwie Holz hingebracht. Warten wir mal aufs nächste Schiff. Dann können wir die nächste Kolonie starten. Hier sind jetzt Steine und Holz angekommen. So, ich mache jetzt einfach hier so eine Steinkolonie. Denn Hauptaufgabe wird sein, Steine abzubauen. Noch eine Kolonie gründen. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas fertig ist. Ja, die Festung, aber es fehlen Truppen. So, wir haben hier eine Waldinsel, die wird auch bebaut. Mit einem Sägewerk. Und mit einer Holzproduktion. Ich kann die nächste Insel besiedeln. Fast wie bei Anno. Und es ist nicht mehr möglich, von hier aus eine Kolonie zu starten. Der fährt hierhin leer. Denn hier gibt es einen Baumeister und Baumaterial. Ich mag leere Schiffe. So, der nimmt Zeug mit, der andere nimmt wahrscheinlich auch Zeug mit. Thank you.
Bam. Neues Gebäudetyp, Katapult. Oh, und das sieht hier nicht gut aus, würde ich sagen. Mal sehen, wie lange wir hier bestehen bleiben werden. Als Eindringlinge. Oh, wir können ja noch einen weiterfahren. Ja, und unsere Kolonie hat sich jetzt damit ausgefertigt. Denn sie wird zerstört werden vom Gegner. Zack, und das war's mit unserer Kolonie. Das war keine lange Kolonie, die hier existiert hat. Aber da wir ja Katapulte bauen können, können wir uns ja jetzt an unseren Verbündeten sehr erfreuen und anfangen, diese unter Beschuss zu setzen. So. Ich erober mir jetzt diese schönen Berge. Setz mal ein Safe Game. Guck, wie lange meine Kolonie hier bestehen bleibt. Toll. Hä, man kann doch nach unten fahren. Bin ich mal gespannt, wo das ist. Es gibt Kohle auf dieser Insel. Toll, hier kann man noch was bauen. Okay, Festung ist besetzt. Keine Ahnung, wer hier existiert und was der von uns will. Bau am besten von ihnen weiter weg. Denn freundlich wird er uns auch nicht gegenüber sein. So, wir haben ein paar Kundschafter. Das Militärgebäude. Gibt es noch etwas Kohle zu holen? Jetzt geht das Eisen aus. Wow. Was für ein Schiffschaos. Kohle gefunden. Noch greift mich hier keiner an, wie schön.
Es gibt Tiere auf dieser Insel. Ich glaube, ein Holzfäller wäre hier auch gar nicht so eine schlechte Idee. So, schauen wir mal, ob der uns angreift, wenn wir alles mit Katapulten vollbauen. Also die Wirkung zeigt sich schon mal ein wenig. Die Soldaten gehen alle zurück, weil es nicht mehr Vollgrenze ist. Sehr gut. Und hier sind wir jetzt auch ein bisschen ihnenlos, unseren netten Verbündeten. Gut, anders als durch die Festung hätte ich das nicht kriegen können, das Gebiet. Die Holzinsel, da will keiner hin. Schauen wir mal, was die Katapulte einfach weitermachen. Zack. So wollte ich das haben. Alles meins. Verrat an meinen Verbündeten. Und am Roten sowieso. Eisen gefunden. Brauchen Eisen. Wir haben nämlich bald keins mehr. Und Turm besetzt. Pünktlich zu Beginn unserer Eisenkrise. Ruiniere ich ein wenig meinen Verbündeten. Die Holzinsel interessiert sich keiner. Ich weiß ja nicht, was die ganzen Schiffe den ganzen Tag machen, wofür sie bezahlt werden.
So, ein neuer Turm wird gebaut und hier kann ich mich drum kümmern, Schweine anzubauen. Und Steine abzubauen. Meine Waffenproduktion fällt immer weiter zurück. Ich weiß nicht, ob der jetzt schießen wird. Wahrscheinlich nicht. Doch, der schießt. Hier wird das ganze Eisen für uns abgebaut. Holzinsel kriegt jetzt auch Zeugs. Ja. So, ich beende mal an dieser Stelle. Es hat funktioniert, hier dieses Gebiet einzunehmen. Ich hüpfe, weil ich bin ein Schmetterling. Sehr gut. Also bis zum nächsten Part von diesem Quatsch hier.